Ha, Lilo, ich schieb mal noch ein kleines Lazarus-Video hinzu aus aktuellem Anlass. Wir haben es ja im Moment mit Verschlüsselung und so weiter, und da kam mir mein kleines Demo zu Pass, das ich jetzt mal wieder für mich selbst geschrieben habe. In Ordnung, heißt das, ist das in Ordnung. Gut, was macht das? Eigentlich habe ich das für was ganz anderes programmiert. Wie ihr seht, seht ihr hüpfende, springende Zahlen, wunderbar. Insgesamt Count 6 Stück. Stellt euch vor, das wären Atome. Atome in einem, ja, Raum, ne? Raum, und da springen die rum, knallen gegeneinander, knallen gegen die Wände. Da habe ich mich mal gefragt, frag mich nicht warum, ne? Manchmal war ich auf und frag mich, Sarah, bringen die sich selber irgendwann mal wieder in eine gewisse Ordnung? So zum Beispiel, ne? Die machen immer wieder dasselbe. Obwohl das Zufallszahlen gesteuert ist, kommen die in eine gewisse Ordnung, in eine gewisse Ordnung. Diese sechs Atome, die Eigenschaften haben, X-Koordinate, Y-Koordinate und Moves, habe ich das mal genannt, die, ja, die Richtung, in diese wollen, ne? Gut. Zum Beispiel die 1. Die hat eine X-Koordinate und Y-Koordinate hier in meinem, ja, wie so eine Excel-Tabelle halt, ne? Sagen wir mal, Y wäre hier 0 und X wäre 1, 2, 3, 4, 5. Gut, dann wäre die 1 hier. Die 1 hat dann ein Bestreben, irgendwo hinzugehen, ne? Das habe ich mal Moves, ne? Den habe ich so Eigenschaften mitgegeben. Zum Beispiel nach unten und nach rechts zu gehen. Sieht man hier Moves, da gibt es zum Beispiel Upper, ne? Das ist nach oben, oben links, oben rechts, Upper und Nix wäre nach oben. Und wieder nach links oder rechts. Und dann down, links, down, rechts, down und nirgendwo nach links oder rechts. Und nicht nach oben oder unten, sondern nur nach rechts und nicht nach oben oder unten, nur nach links. Also das sind die Moves, die so ein, ja, Atom, habe ich es mal genannt, haben könnte. Und diese Atome haben auch Namen. Je nachdem, wie viele das sind. Hätte ich zum Beispiel sechs Stück, dann hieße das erste Atom 1, das zweite 2, das dritte 3, bis 6, ne? Gut. Ich kann natürlich beliebig viele machen, hier in meinem Demo bis zu 63. Deshalb haben die alle unterschiedliche Namen, ne, damit man die wiedererkennt. Das hat mich dann auch wiederum an so eine Art ASCII-Tabelle erinnert. Ihr müsst also nicht unbedingt hier Zahlen verwenden. Gut. Also was passiert hier? Die 1 hat einen Move und irgendwann fängt die an, sich immer gleichmäßig zu bewegen, ne? Wenn das in Ordnung ist. Also wenn die wieder sich selber fängt quasi und nicht unkoordiniert was macht, sondern genauso wie die anderen Atome sich gleichmäßig bewegt. Immer im gleichen Ding. Und dann habe ich geguckt, ne, wann tritt dieser Zustand ein? Wann fängt das Ding an, immer dasselbe zu machen, ne? Da habe ich mal immer 20 Bewegungen von der 1 mir gemerkt und dann nochmal 200 Bewegungen von der 1. Und wenn innerhalb der 200 Bewegungen die 20 Bewegungen mehrfach vorkommen, dann ist die in einem Loop, habe ich es mal genannt. Dann ist sie in einer Schleife. Und die anderen wahrscheinlich auch, ne? Ja, die anderen wahrscheinlich auch, sonst wäre die 1 nicht so schön am Rotieren. Die wäre längst weggekickt worden. Und bei dieser Geschichte habe ich dann gesagt, wenn ich so einen Loop erkenne, dann höre ich auf, immer das wieder wegzulöschen, ne? Also wenn sich die 1 von da nach da bewegt, lösche ich ja sonst da die 1 weg und mache die da hin. Dann mache ich, wenn ich so einen Loop erkannt habe, überall die 1 rein, wo die gerade so gelaufen ist. Und hier sieht man, die 5 war hier auch, ne? Die 5 ist immer so hin und her. 5, 5, 5, 5, 5. Die 1 ist so rumgelaufen, die 6 wäre so gelaufen, kann man jetzt schön nachvollziehen. Dann friere ich den Zustand quasi ein, ne? Friere ich dann so ein und dann sieht man, aha, die ist immer so, ne, die 4 so, so, hier rüber und da wieder hoch. Und hier waren die 1, die 2 und die 4 immer drin, aber die haben sich gegenseitig nicht so behagt. Gut, und als ich das da so fertig hatte, habe ich gedacht, ja, das sieht ja so ein bisschen aus wie, ja, kennt man vielleicht früher von Enigma, also als Zahlencode oder so, ne. Gut, und dann habe ich da ein bisschen weitergemacht, gut. So, jetzt kann ich natürlich, ne, weil die Dinger Namen haben, das bis zum Erbrechen spinnen. Ich sag jetzt mal, ich habe insgesamt 63. Ne? Warum 63? Insgesamt habe ich 64 Felder. Ach, macht. Nun, 63 Atome kann ich insgesamt dann positionieren. Eins muss ja frei bleiben, damit die sich überhaupt noch bewegen. Ne? Das macht halt keinen Sinn, dann wäre das ja statisch. Na, gucken wir mal, ne?
So, meine Atome haben Namen, nicht nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und so weiter, sondern gegen mir ja die Zahlen aus. Ne? Das hat sich ja quasi zufällig ergeben. Und da kam der Rest vom Alphabet und noch ein paar Sonderzeichen. Ne? Und dadurch hat sich so eine Art ASCII-Tabelle ergeben, die sich jetzt zufällig mischt. Das erinnert so ein bisschen an so ein Spiel, das ihr vielleicht kennt, wo man immer so eins weiterschieben kann. Ne? Also immer das Atom, das in der Nähe von einem freien Feld ist, kann sich schieben, die anderen sind statisch. Gut. Jetzt wird sich natürlich nie ein Zustand ergeben, wo sich gar nichts mehr bewegt. Nur eins der Atome wird sich immer bewegen können. Ne? Also da wird es diesen Loop nicht mehr geben. Aber, kleiner Quereffekt, das Durchmischen dieser ASCII-Tabelle. So, damit das nicht ewig läuft, habe ich dann nochmal gesagt, hör nach 2 Minuten auf, spätestens. Ne? Und dann bleibt dieser Zustand eingefroren, den man so hat, und kann es dann weiterverwenden für seine Verschlüsselungsgeschichten zum Beispiel. Nun, wofür wäre das gut? Ne? Einer sitzt meinetwegen jetzt in Bochum, ne? Der ist mit dem Zug gefahren. Ne? Gut, jetzt hat er sein Fahrrad am Bahnhof gelassen, ne? und die Zahlen kommen ja vom Fahrradschloss, das jetzt dann noch am Bahnhof steht, das will er seinem Bruder rüber mailen, aber es gucken zu viele Leute zu. Nun, stattdessen könnte er sagen, holst du mein Fahrrad ab, in Ordnung, ne? Und schon wüsste der, aha, ich soll das Programm in Ordnung benutzen. So, damit er nicht jeden Tag dasselbe rauskommt, das wäre eine Schweinerei. Damit er nicht jeden Tag dasselbe, habe ich dann auch noch dafür gesorgt, dass der Zufallszahlengenerator, der die Atome hin und her schubst, abhängig ist vom Datum. Ne? Ja, gut, also wenn ich jetzt um 22.07 Uhr meinem Bruder eine Mail schreibe und sag, hol mir mal Fahrrad ab. Vom Bahnhof, das steht da noch. Der sieht das aber erst um 1 Uhr nachts, weil er aus der Disco kommt. Da müsste er streng genommen das Datum zurückstellen, sonst kommt er nicht auf das Ergebnis, wie ich es gesehen habe. Ne? Ich hätte das Programm dabei, der hätte das Programm dabei. Natürlich hätten wir beide unser Programm ein bisschen angepasst. Ne? Jetzt machen wir nochmal, damit es hier nicht so statisch wird im Video. Count 10, ne? Da würden jetzt die Zahlen 1 bis 0, ne? Also die ersten 10 Atome, aktiv werden, dann schauen wir mal. Ne? Wenn nicht das zu lange dauert, könnt ihr natürlich den Timer, der dafür sorgt, dass ständig die neuen Moves berechnet werden, das Intervall kleiner setzen. Ne? Ist euch das zu schnell, setzt das Intervall höher. Spätestens nach 2 Minuten ist da Feierabend. Es sei denn, das war in Ordnung. Ne? In Ordnung, das heißt, es hat sich ein Zustand ergeben, wo mein Programm erkannt hat, da gab es einen Loop. Ne? Da gab es einen Loop, da hat sich immer wieder in gleichen Bahnen bewegt, ne? Bewegt. So, das sieht man hier. Hier habe ich also die ersten 20 Bewegungen des Atoms Nummer 1 beobachtet und dann die nächsten 200. Und wenn die ersten 20 in den 200 mehrfach vorkommen, nämlich 9-mal, dann habe ich gesagt, das ist ein Loop. Und dann habe ich die Spur hinterhergezogen, ne? Dass das nicht mehr gelöscht wird. Und dadurch ergibt sich aber Verrücktes. Jetzt, was mache ich jetzt? Ne? Da steht der Bruder am Bahnhof, ne? Und sagt, um 22.09 Uhr, hol mal mein Fahrrad, ich komme um 1 Uhr aus der Disse, stelle meine Uhr zurück, mach das Programm in Ordnung. Ich habe die Mail, da steht nur, holst du mein Fahrrad ab, in Ordnung. So. Mit dem Bruder hätte ich vielleicht schon abgesprochen, dass damit immer die erste Zeile gemeint ist. Ne? Das Fahrradschloss hat nur 4. Ja, Zahlen 1, 2, 3, 4, dann wäre die aktuelle Kombination seines Fahrrads am Bahnhof 5491. Das wäre dann in Ordnung, zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder es könnte auch sein, ein Systemadministrator käme auf die Fantasie, mit einem anderen Systemadministrator sich abzustimmen und er will nicht die geheimen Kundenpassworte, die er für neue Benutzer anlegt, weitergeben. Gut, jetzt sage ich mal Count 36, das wäre dann von da bis da, ne? Also die ersten 36 Atome hätten dann 1 bis zum kleinen Z. So, nun, mein Programm wird jetzt laufen mindestens 2 Minuten, ne? Weil ich habe das auch im Programm ausgegrenzt. Ich habe gesagt, wenn mehr sind als 32 bzw. 31, dann wird sich hier nie ein Zustand einfinden, wo die Atome ungehindert voneinander sich bewegen können. Also warten wir dann 2 Minuten ab. Ne? 2 Minuten. Gut. Und nach den 2 Minuten sortiert sich das hier und bleibt statisch stehen. Was machen dann die beiden Sysadmins? Ne?
Der eine sagt dem anderen einfach per Mail, und beide haben dasselbe Programm, ne, am selben Tag auf. Er sagt, ich habe einen neuen Benutzer angelegt, in Ordnung. Der andere weiß sofort, in Ordnung, ja, mit drei Fragezeichen, dann meint er genau dieses Programm mit. Und immer in der ersten Zeile steht das aktuelle Benutzerpasswort von dem Dummy-User, den er jetzt mal angelegt hat, der vielleicht am nächsten Mittwoch kommt, ne? Und schon kann er sich da einloggen mit dem Passwort, das da vorübergehend in einfacher Weise erstmal provisorisch angelegt worden ist, ne? Ohne dass es hin und her mailt, ne? Muss jetzt erstmal darauf kommen, ne? Muss jetzt, gut. Ihr könntet natürlich das Programm euch weiter anpassen und ihr sollt es auch, damit es nicht identisch ist mit meinem Programm, ne? Erst dadurch wird es zum Unikat. Erst dadurch wird es sicher, ne? Nicht, dass euch dasselbe passiert wie TrueCrypt, ne? Wenn eine Software zu verbreitet ist. Dann ist das blöd, ne? Dann kümmern sich da Leute drum, die man gar nicht gekümmert haben will, ne? Gut. Das kann natürlich auch ein ganz anderes, Passwort sein, oder das muss auch kein Passwort sein, ne? Es können sich tatsächlich Worte ergeben, zufällig, aus diesem Muster. Ihr könnt auch die Reihenfolge, wie gesagt, der Texte ändern. Ihr könnt zum Beispiel alle Texte gleich machen, oder die Hälfte Texte 1, die andere Hälfte 0. Dann würde sich dann eine Kombination von Nullen und Einsen ergeben, die dann zusammen addiert, das sind ja 8 Stück in einer Reihe, wieder ein Byte ergeben, das dann einen bestimmten ASCII-Code hat. So, die 2 Minuten sind rum, deshalb muss ich so lange babbeln. Die Admins haben sich abgestimmt, ne? Der eine hat gesagt, ich habe ein neues Benutzerpasswort angelegt, ist das in Ordnung? Hat aber das Benutzerpasswort nicht rübergemailt. Dadurch, dass er gesagt hat, in Ordnung, wusste der andere, er startet das Programm heute an dem Tag, wo der andere die Mail geschrieben hat und nimmt das hier als Passwort erstmal VMPLN. Gut, ein besonders sicheres wäre es nicht, aber für einen Dummy-Benutzer kann man es mal machen, oder die haben sich darauf geeinigt, da wo Leerzeichen sind, kommt ein Null hin oder ein Dollarzeichen oder so. Gut, so könnten die sich einigen. Ja, das könnte man zum Beispiel so machen. Ist mir dann so eingegangen, als ich dieses Programm geschrieben habe. Ihr könnt natürlich auch die Moves, die meine Atome da vollziehen, ändern. Ne? Wenn ihr sagt, die dürfen gar nicht nach oben, sondern die dürfen nur nach unten, dann sammeln die sich am Boden irgendwann. Und dann geht er schneller durch. Oder ihr sagt, bei einer Kollision hätten wir, Kollisionscheck ist hier übrigens, bei einer Kollision wird nicht ein zufälliger neuer Move gemacht für das, was dagegen geknallt ist, sondern es entsteht ein neues Atom, ne? Dann hättet ihr mit der Zeit immer mehr und das Ding wird sich füllen. Wenn es dann voll ist, dann wäre es fertig. Ne? Könnt ihr auch machen. Ihr passt euch das Programm an. Ich habe viele, viele Hinweise reingeschrieben. Das Programm lade ich euch hoch auf meine kleine Cloud und dann könnt ihr das, beziehungsweise müsst ihr das anpassen, damit es zum Unikat wird. Denn nur wenn es ein Unikat wird, kann euch keiner in die Karten gucken. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben, verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.